Internet. Hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zu meinem neuesten Kingdom Hearts Video. Ich bekomme immer wieder mit, dass manche Fans der Meinung sind, dass Tetsuya Nomura ein absolutes Mastermind wäre, der die Story von Kingdom Hearts von Anfang an bis ins kleinste Detail durchgeplant hat. Dass so kleinere Details, die erst 2 oder 3 Spin-offs später relevant werden, von Anfang an schon genauso geplant waren. Und dass nach dem kleinen Fiasko, was die Story von Kingdom Hearts 3 nun letztlich einfach war, er immer noch genau seinen krassen Masterplan hat und er den Meister der Meister schon seit Kingdom Hearts 1 auf dem Zettel hatte. Das ist aber Bullshit! Bei den Arbeiten für meine beiden super langen Kingdom Hearts einfach erklärt Videos habe ich jeden einzelnen Interviewschnipsel, jedes Wort, das Tetsuya Nomura jemals öffentlich gesagt hat und dokumentiert wurde, aufgesogen wie ein Schwamm. Ich habe alles komplett gelesen und naja, dabei sind mir jede Menge Retcons aufgefallen. Und Retcons sind einfach nicht gut. Ich hole jetzt ein bisschen aus und erkläre euch kurz, was Retcons eigentlich sind, aber danach geht's dann direkt mit dem Kingdom Hearts Stuff los. Also, nur Geduld. Ein Retcon ist, wenn man in einer Story etablierte Fakten der Handlung durch ein später veröffentlichtes Werk anpasst, ignoriert oder plötzlich widerlegt, wodurch die Kontinuität und Logik der Story unterbrochen oder zerstört wird. Man macht also aus irgendeinem Grund einen Rückzieher und ändert bereits etablierte Dinge. Und der Fakt, dass ein Retcon passiert, beweist meistens schon, dass es ursprünglich nicht so geplant war. Denn wenn es so geplant gewesen wäre, hätte man es direkt so geschrieben. Retcons darf man jetzt aber nicht mit einem Plot-Twist verwechseln. Der Unterschied zu einem Plot-Twist ist, dass man einen Plot-Twist von Anfang an von der Story logisch nachvollziehen kann. Und auf diesen tatsächlich die ganze Zeit hingearbeitet wurde. Man macht sich die Mühe, etwas über einen längeren Zeitraum in der Story aufzubauen und den Zuschauer oder Leser später damit zu überraschen. Bei einem Retcon ist man faul und setzt einfach den Radiergummi an. Aber in diesem Video soll es nicht nur um die zahlreichen Retcons in der Story von Kingdom Hearts gehen, sondern auch um Plotpoints, die Nomura mal für weitere Spiele angeteasert, aber dann später still und heimlich wieder verworfen oder scheinbar einfach selbst vergessen hat. Dieses Video soll euch davon überzeugen, dass eben nicht alles in Kingdom Hearts krass vorausgeplant war und dass Nomura sich die meiste Zeit den Kram aus den Fingern saugt, während das Spiel in Entwicklung ist. Anthem ist Anthem. Aber nein, eigentlich ist der Xehanort und es gibt einen anderen Anthem. Und der Xehanort Anthem, ja, das ist eigentlich Terra. Warte, was? In Kingdom Hearts 1 ist es das Ziel von Sora und Co., die Schlüssellöcher zu verschließen. Nebenher sollen sie aber ebenfalls die Anthem-Berichte finden. Anthem wird uns als brillanter und weiser Forscher vorgestellt, der die Herzlosen erforscht hat. Sie sollen die Berichte suchen, weil sie so gegebenenfalls eine Lösung für das Herzlosen-Problem finden. Als sich Anthem später als der Bösewicht des Spiels entpuppt, der diese Dunkelheitsapokalypse absichtlich in Gang gesetzt hat, ist das ein Plot-Twist für die Story von Kingdom Hearts 1. Im Verlauf des Spiels sammelt man die Anthem-Berichte und mit jedem weiteren Bericht, den man liest, wird das Bild von Anthem als verrückt gewordener Forscher klarer. Am Ende wird er besiegt, was genau Kingdom Hearts ist, wird definiert und damit hätte man das Ganze eigentlich beenden können. Bis hierhin ist die Story von Kingdom Hearts auch noch gar nicht wirklich kompliziert. Das passierte erst, als Nomura plötzlich auf die Idee kam, niemanden zu erschaffen. Und selbst das wäre an sich noch nicht so schlimm, wenn er nicht auf die Idee gekommen wäre, gleichzeitig den echten Anthem in die Story einzubauen. Der ja vorher Dis war und als ein teils bösartiger Charakter vorgestellt wurde und... Worauf ich hinaus will ist, dass der Anthem aus Kingdom Hearts 1 ein rundes Konzept war. Alles, was in den Folgeteilen passiert, ist einfach nur ein Retcon nach dem anderen. Zur Zeit von Kingdom Hearts 1 war Dis nie geplant. Nur Xemnas war ein Konzept. Für Chain of Memories wurde dann Dis entwickelt, der nur so mysteriös war, weil Nomura sich noch keine richtige Hintergrundgeschichte überlegt hatte. Wenn man sich Dis damals genau angeschaut hat, dann kommt man vielleicht erstmal auf die Idee, dass er ein überlebender Anthem aus Kingdom Hearts 1 sein könnte. Das bisschen Haut, was man sieht, ist sehr dunkel und die Augen sind so orange wie die von Anthem in Kingdom Hearts 1.
Ich glaube, Nomura hatte zuerst vor, dass Ansem hätte überleben sollen. Der Plot von Teil 2 hätte sich in der ersten Konzeptionsphase dann darum gedreht, dass Ansem sich mit Xemnas wieder vereinen möchte und dass Xemnas das aber nicht möchte. Ansem aus Teil 1 und Xemnas aus Teil 2 wären damit Feinde gewesen. Das hätte auch ein besseres Parallelbild zu der Story zwischen Sora und Roxas ergeben. Ohne Scheiß, denk mal drüber nach. Alles, was Diz am Anfang zu Roxas sagt und wie er sich verhält, das würde alles einen völlig anderen und, wie ich finde, besseren Kontext ergeben, wenn er Ansem aus Kingdom Hearts 1 wäre. Aber irgendwann hat Nomura diese Idee einfach wieder verworfen und hat behauptet, nur ein Teil der Ansem-Berichte aus 1 wurden von Ansem geschrieben und sich dann Ansem den Weisen aus dem Hut gezaubert. Vergleich doch mal Diz, Ansem den Weisen und Xehanorts Herzlosen miteinander. Und dann sagt mir mal, wem Diz ähnlicher sieht. Sich selbst oder Xehanorts Herzlosen? Ich meine, wie holprig ist denn das bitte? Noch nicht mal alle Ansem-Berichte sind falsch. Offiziell wurde nur der erste von Ansem dem Weisen geschrieben, weil dort die freundschaftliche Beziehung zu Mickey thematisiert wird. Alle anderen wurden von Terranort geschrieben. Das ist ein Redcon, der so offensichtlich ist, dass ich anfange, mit den Zähnen zu knirschen. Im Ernst, wenn ihr Kingdom Hearts 1 noch einmal spielt, aber ihr schon das Wissen zu den zukünftigen Teilen habt, dann ist es an allen Ecken so offensichtlich, dass es wehtut, was hier alles später geredconnt wurde. Dabei gibt es natürlich größere und kleinere Sachen. Ihr glaubt mir nicht, dass die Niemande vorher eine andere Verbindung oder einen anderen Kontext zu den Herzlosen haben sollten? Na, dann guckt doch mal hier. Im Secret Ending hatte Roxas bzw. die Niemande sogar noch das Herzlosen-Symbol als Erkennungszeichen. Und es gibt noch andere Hinweise. Ich empfehle euch aber, die selbst zu suchen. Spielt vielleicht einfach nochmal Teil 1 und 2 und versucht die Story mal in diese Richtung zu denken. Ihr werdet überrascht sein, wie gut das tatsächlich funktioniert. Für mich ist damit klar, dass Nomura, Ansem und Diz anfangs völlig anders geplant hatte. Xemnas ist Terra? Dass es mit Xemnas bzw. Xehanorts Herzlosen mehr auf sich hat, als es auf den ersten Blick scheint, wurde schon immer angeteasert. Dass Terra schließlich der Körper für den alten Mann Xehanort wurde und so weiter, das war ein schöner Plot-Twist und kein Redcon, da es in der Story zuvor einige Hinweise darauf gab. Es ist aber sehr schade, dass es tatsächlich so viele Hinweise gab, dass Nomura selbst scheinbar den Überblick verloren hat. Ein Plot, der vermutlich nie wieder aufgegriffen wird, ist, dass Xemnas in Radiant Garden die Rüstung von Aqua besucht und sie Freund nennt. In dieser Szene und in diversen Interviews hat Nomura im Prinzip angedeutet, dass es einige Emotionen von Terra in Xemnas gibt. Man könnte sogar so weit gehen, dass es früher angedeutet wurde, dass Terras und Xehanorts Bewusstsein miteinander verschmolzen sind. Seit Birth by Sleep und Kingdom Hearts 3 wissen wir aber, dass das nicht der Fall ist. Xehanort hat Terras Herz in der Dunkelheit gefangen gehalten und ihn zu seinem Diener gemacht. Terra war ein Gefangener in seinem eigenen Körper und hat seitdem versucht, sich zu befreien. Es gibt absolut keinen Grund für Xemnas in Teil 2 Aquas Rüstung als Freund anzusprechen. Außer ihm ist niemand da. Wer soll also diese Provokation hören? Und auch Aquas Rüstung selbst hat keinerlei Story-Relevanz mehr bekommen, außer uns anzuteasern, dass ihre Rüstung später in seinen Händen landet. Diese Szene wurde absichtlich im Final Mix von Teil 2 eingefügt und da würde man doch erwarten, dass dies später auf irgendein wichtiges Ereignis hinausläuft. Aber nö, bis heute ist da nichts passiert. Das war einfach nur ein Teaser für Birth by Sleep und mit der Art und Weise, wie die Story von Kingdom Hearts 3 verlaufen ist, bezweifle ich auch, dass es jemals nochmal relevant wird. Apropos Birth by Sleep. Ventus. This is all very touching, guys, but where do I fit in? Ven looks just like Roxas, or is it Roxas looks just like Ven? Had a couple of plot points that needed ironing out. Quank. Quank. Mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Zeitreisen.
Es gibt eine nicht klar definierte Aussage über Zeitreisen in Geschichten. Der allgemeine Konsens besagt, wenn du anfängst, Zeitreisen in eine Story einzubauen, die nicht von Anfang an darauf ausgelegt war, dann wird sie schlecht. Jetzt lässt sich natürlich darüber streiten, inwieweit die Story von Kingdom Hearts schlecht geworden ist, nur weil es seit Dream Drop Distance Zeitreisen gibt. Fakt ist aber, dass dies ebenfalls niemals geplant war. Nomura hat die Zeitreisen nur als Entschuldigung dafür eingebaut, um beliebte Gegner wieder in der Story auftauchen zu lassen. Zum damaligen Zeitpunkt wäre das auch nicht anders möglich gewesen. Immerhin hat er sie zuvor in Bosskämpfen sterben lassen. Da Charaktere wie Maluxia oder Xemnas aber absolute Fanlieblinge sind, wollte er sie unbedingt weiterhin in der Story haben. Jetzt wird es bestimmt den ein oder anderen Fan geben, der oder die mir weismachen möchte, dass Nomura schon seit Teil 1 geplant hat, dass Xehanorts Herzlose ein Zeitrasender ist, aber... Halt, stopp! Jetzt reicht es! Es gibt vor Dream Drop Distance absolut niemals in der Story Hinweise auf Zeitreisen. Ja, okay, es gibt bei den Attacken die ein oder andere Zeitmagie, was einfach ein Standard ist, der aus Final Fantasy übernommen wurde. Zu sagen, dass das eine Anspielung auf Zeitreisen wäre, das wäre aber ziemlich weit hergeholt. Also, nee. Alleine der Fakt, dass er Charaktere in einem Teil tötet und sie dann auf diese Weise zurückbringt, schreit Redcon so laut in den Himmel, dass es eigentlich niemand überhören kann. Meine Güte, ist das faules Schreiben. So faul. So richtig faul. Genauso wie die neue Organisation 13. War ich der Einzige, der bei der Enthüllung der kompletten wahren Organisation 13 enttäuscht war? Nomura hatte in Dream Drop Distance noch ein Geheimnis daraus gemacht, wer alles Mitglied dieser Organisation ist. Er hatte auch angedeutet, dass es ja vielleicht die ein oder andere Überraschung geben könnte, wer Mitglied dieser Organisation ist. Und dann besteht diese eigentlich nur aus allen alten Gegnern, die es vorher schon mal gab. Was war denn der Grund, diese Charaktere in Dream Drop Distance zu verhüllen, wenn es alles schon bekannte Charaktere waren, aus dessen Auftauchen in Teil 3 dann keine große Sache gemacht wird? Ich kann's euch sagen, der Grund war, dass Nomura zum Zeitpunkt von Dream Drop Distance selbst noch nicht wusste, wen er später als Mitglieder in die Story schreiben wird und wen nicht. Und das ist halt auch einfach wieder ein simples Beispiel dafür, dass Nomura eben nicht alles perfekt vorausplant. Warum nennt sich Squall Leon? Leons richtiger Name ist Squall Leonhardt. Das steht sogar in Jiminys Tagebuch. Er ist der Protagonist aus Final Fantasy VIII und einer der vielen Gastcharaktere in Kingdom Hearts. Warum aber nennt er sich in Kingdom Hearts nicht Squall, sondern nur Leon? Es gibt Aussagen dazu, dass Nomura das in Kingdom Hearts erklären wollte, aber das hat er nie getan. Wir wissen nur, dass es etwas mit der Flucht aus Radiant Garden zu tun haben soll. In Birth by Sleep wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, uns Hinweise darauf zu geben, da im Kingdom Hearts Kosmos Radiant Garden die Heimatwelt der meisten Final Fantasy Charaktere ist. Aber als Birth by Sleep dann rauskam, gab es außer Zack keinen einzigen Final Fantasy Charakter. Am Ende von Kingdom Hearts 2 sehen wir, wie Leon einen Brief liest, aus dem ein magischer Schmetterling hervorschwebt. Auch hier wurde angedeutet, dass er scheinbar Kontakt zu einem weiteren Charakter hat, den wir im Spiel selbst nicht sehen. Da Nomura früher einmal geplant hatte, Rinoa, sein Love Interest aus Final Fantasy VIII, ebenfalls in Kingdom Hearts einzubauen, daraus später aber nichts wurde, vermute ich, dass es ein Brief von Rinoa ist. Warum genau die beiden aber nun getrennt sind und warum er seinen Namen innerhalb der Story abgelegt hat, wissen wir bis heute nicht. Und da Nomura seit Kingdom Hearts 3 wohl immer weniger Wert darauf legt, Final Fantasy Charaktere einzubauen, bezweifle ich, dass wir jemals eine Auflösung zu diesem Plot bekommen werden. Cloud und Sephiroth. Bleiben wir mal kurz bei den Final Fantasy Charakteren. In Kingdom Hearts 1 und 2 wurde die Verbindung zwischen Cloud und Sephiroth noch thematisiert. Es war eine kleine Nebenhandlung, die streng genommen nur reiner Fanservice ist. Sie ist absolut nicht essentiell für den Plot und deswegen ist es eigentlich auch nicht schlimm, dass sie später fehlt. Aber was ich nicht verstehe ist, warum man sich in Teil 1 und 2 die Mühe macht, diese Story in Szene zu setzen, nur um dann im Kingdom Hearts 3 nichts mehr dazu zu erfahren.
Ich habe ja in meinem Kingdom Hearts 3 Video erklärt, wo meiner Meinung nach der Haussegen bei Nomura und Final Fantasy schief hängt. Und es mag sein, dass dies auch einfach die Erklärung ist, warum Nomura die Geschichte von Cloud und Sephiroth nicht zu Ende erzählt hat. Es ist aber trotzdem einfach super unbefriedigend, die Sache so stehen zu lassen. Da Nomura ja derzeit am Final Fantasy VII Remake arbeitet, hat er vielleicht auch einfach persönlich gar keinen Bedarf mehr, die beiden in Kingdom Hearts auftauchen zu lassen. Es könnte gut sein, dass Nomura diese Geschichte einfach niemals zu Ende erzählt, und das finde ich echt schade. Das Schlüsselschwert. In Kingdom Hearts 1 wurde uns das Schlüsselschwert noch als allmächtige, sagenumwobene Waffe vorgestellt. Alle waren hinter dem Schlüssel her und nicht nach einem Schlüssel. Das Schlüsselschwert selbst wurde uns noch als eine Sache mit einem Bewusstsein verkauft. Eine magische Waffe, die sich ihren Träger selbst aussucht. Immerhin war Riku als Auserwählter angedacht, der dann sein Anrecht verloren hat. Umso größer ist die Verwunderung beim Spieler, dass Mickey Mouse am Ende auch ein Schlüsselschwert hat. Und auch hier wird impliziert, dass Mickey den Schlüssel für diese Seite hat. Sprich, dass es nur einen Schlüssel für die Seite des Lichts und einen für die Seite der Dunkelheit gibt. Riku Nords Schlüsselschwert, das aus den Herzen der Prinzessinnen gemacht wurde, könnte man ebenfalls als das zweite Schlüsselschwert sehen, aber dieses besondere Schlüsselschwert der Herzen wurde später auch nie wieder thematisiert. Ja, und ab Teil 2? Da gab es die Schlüsselschwerter scheinbar im Schlussverkauf. Und spätestens ab Teil 3 war Oprah dabei und hat die scheinbar an jeden verteilt. Alright, open your boxes. Dass die Schlüsselschwerter früher sogar noch viel zahlreicher waren, das wurde uns erst in Birth by Sleep klar. Vorher wurde eher angedeutet, dass es nur ein oder zwei Schlüsselschwerter gibt, die in der Weltgeschichte den Träger gewechselt haben. So kannte zum Beispiel ja König Triton das Schlüsselschwert und hatte Angst davor. Was würdet ihr sagen? Eine perfekte Gelegenheit, das in Birth by Sleep mit Terra aufzugreifen? Er hätte Terra nach Atlantica kommen lassen können und durch den Einfluss von Xehanort hätte er Mist gebaut. Das wäre die perfekte Brücke zu der Aussage von König Triton in Teil 1 gewesen. Ja, wäre es wirklich gewesen, aber Nomura hat's wohl vergessen oder hatte keine Lust mehr drauf. Wisst ihr, was auch geil wäre? Wenn ihr mir ein Abo dalasst, einen Kommentar schreibt, einen Daumen nach oben gebt und die Glocke einschaltet. So unterstützt ihr mich bei dem, was ich hier tue, und ihr wisst als erster Bescheid, wenn ich mein Melody of Memory einfach erklärt Video hochlade. So, zurück zu den Schlüsselschwertern. Riku hat zwei Schlüsselschwerter. In Kingdom Hearts 2 sehen wir, wie Riku in Form von Ansem während eines Kampfes gegen die Herzlosen Kairi ein Schlüsselschwert zuwirft, das sie ohne Probleme fängt und anschließend als Waffe benutzt. Wusstet ihr, dass Nomura mal in einem Interview gesagt hat, dass dieses zweite Schlüsselschwert tatsächlich Riku gehört und er eigentlich zwei Schwerter hat, so wie Roxas? Das zweite Schlüsselschwert sollte Rikus Erinnerungen an Destiny Island repräsentieren, deswegen auch sein blumiges Äußeres. Wieso Riku zwei Schwerter führen kann, wurde damals nie erklärt. In ein und demselben Interview führte Nomura aber explizit aus, dass Roxas zwei Schlüsselschwerter führen kann, weil er das von Sora und Ventus benutzen kann. Gleichzeitig stellt er die Frage in den Raum, warum Xemnas niemals ein Schlüsselschwert benutzt hat, denn schließlich müsste er sowohl Terra als auch Meister Xehanorts nutzen können. Ich vermute mal, Nomura hatte geplant, dass Rikus zweites Schlüsselschwert von Xehanorts Herzlosen in sein Herz gekommen ist. Da Riku das Schlüsselschwert nutzte, konnte Xemnas es nicht mehr benutzen. Wie wir nun wissen, ist daraus aber nie was geworden, und er hat die Tatsache, dass Ansem oder Xemnas kein Schlüsselschwert nutzen können, in Dream Drop Distance einfach einen weiteren Retcon verpasst. So you understand what to do. Set the darkness in you free, and you can rescue your friend. Ansem. Or Xehanort. You used to be a Keyblade wielder. But darkness stole your heart. And the Keyblade with it. Shion.
Ach ja, Shion. Ich weiß, viele Fans lieben Shion sehr. Ich konnte mit Shion aber nie so richtig was anfangen und ich mag sie echt nicht besonders. Ich hoffe, ich mache mich bei euch jetzt nicht unbeliebt, aber ich werde euch jetzt mal erklären, was für Probleme ich so mit Shion habe. Als ich damals das erste Mal in einem Trailer für 358 Over Two Days von dem 14. Mitglied der Organisation 13 gehört habe, hatte ich das Gefühl, Nomura springt mir mit seinen Retcons mit dem Arsch voran ins Gesicht. Ich meine, hallo! Das 14. Mitglied einer Organisation 13, die sich so nennt, weil sie eben 13 Mitglieder hat? Klar, er macht schon die komplizierte Verrenkung, dass es innerhalb der Story konsistent und erklärbar ist, warum es Shion gab und warum sie früher nie erwähnt wurde. Aber ganz ehrlich, Leute, niemand kann mir erzählen, dass Nomura bei der Konzeption der Organisation 13 damals daran gedacht hat, noch ein 14. Mitglied einzubauen, das lustigerweise ebenfalls eine Verbindung zu Sora und Kairi hat. Es ist ja nicht so, als gäbe es nicht schon Roxas und Namine. Das nachträgliche Hinzufügen von Shion fühlte sich einfach nie rund für mich an, weil es das auch einfach nicht ist. Chain of Memories verwendet viel Zeit darauf, Namine als Charakter zu etablieren und Roxas anzuteasern. In Teil 2 wird dann ebenfalls der Fokus auf Namine und Roxas gelegt. Der kleine Plot-Twist von Teil 2 ist ja, zumindest aus der Perspektive von Sora innerhalb der Story, dass Roxas sei niemand ist und Teil der Organisation 13 war. Auch die Organisation 13 wird weiter ausgebaut, aber nirgendwo wird angeteasert, dass es noch ein 14. Mitglied gab, das eine ähnliche Verbindung zu Sora hat. Man könnte jetzt sagen, dass Nomura sich vielleicht einfach auf die aktuelle Story konzentrieren wollte, aber das passt nicht, da in Teil 2 schon Terra, Aqua und Ven von Xigbar angeteasert werden. I guess that must be why the Keyblade chose you. But man, did it pick a dud this time. You don't look like you're half the hero the others were. Are you done rambling? Rambling? As if. In dem Kontext von Kingdom Hearts 2 ist die Story von Roxas und Axel einfach rund und stimmig. Die beiden waren Freunde mit einer sehr engen Beziehung zueinander. Die Szene, als Roxas die Organisation 13 verlässt, ist in sich völlig schlüssig und charakterisiert beide Figuren ausreichend. Roxas wird als ernster Kontrastcharakter zu Sora dargestellt und Axel schon fast als trauriges Liebchen für ihn. Auch Axels Auftauchen in Twilight Town teasert diese Dynamik schon früh an. Die Dynamik zwischen Sora und Riku, die durch die bloße Existenz von Kairi teils entkräftet wird, hat man mit Roxas und Axel wieder aufleben lassen und ich fand das super. Aber mit Shion hat man das geopfert, um eine, wie ich finde, billige Parallele zu Sora, Riku und Kairi zu haben. Nomura bespielt die Gefühle der Yaoi-Fans doch sowieso immer, wenn er kann. Dass Sora und Riku miteinander schwul sind, ist ein etablierter Witz in der Community, den ich ja genauso auf die Spitze treibe. Satisfaction. Wenn er also in diese Kerbe schlagen möchte, warum konzentriert er sich nicht auf Roxas und Axel? Von dem Standpunkt aus betrachtet, dass man Kingdom Hearts nicht als es selbst sieht, sondern von außen betrachtet nur als eine Story, die von einem anderen Menschen geschrieben wurde, verblüfft es mich einfach, dass er diesen Weg eingeschlagen hat. Shion wirkte für mich immer wie ein nachträglicher Fremdkörper in der Story, der nichts hinzufügt, was die bisherige Story sinnvoll ausgebaut hätte. Und wenn man sich Kingdom Hearts 2 anschaut, dann ist es wie gesagt einfach offensichtlich, dass sie ursprünglich nie geplant war und nur deswegen nachträglich in die Story geschrieben wurde, damit die weiblichen Kingdom Hearts Fans einen Charakter bekommen, mit dem sie sich identifizieren können. Das Hinzufügen von Shion ist also kein wichtiger Plotpoint, nein, Shion ist ein einziger Retcon, der nur aus Marketinggründen in die Story geschrieben wurde. Shions Schlüsselschwert ist eine Fälschung. Nein, tut mir leid, Leute, ich bin noch nicht damit fertig, Shion zu bashen. In 358 Over Two Days sagt Riku zu Shion, dass ihr Schlüsselschwert eine Fälschung sei. Genauso wie sie auch nur eine Replika, eine menschliche Fälschung ist. Das ist ein wichtiger Punkt in der Story, da dies Shion in ihren Entscheidungen beeinflusst, die sie später in dem Spiel trifft. Im finalen Kampf gegen Roxas nutzt sie ihr eigenes Schlüsselschwert auch nicht. Wir können also davon ausgehen, dass es kein echtes ist, da ein echtes vermutlich stärker gewesen wäre, als die Dinge, die sie am Ende sonst gegen Roxas auffährt. Nomura hat hier in einem Interview auch noch einmal betont, dass Roxas nicht
das Schlüsselschwert von Shion bekommen hat, sondern dass der Schock um ihren Tod lediglich die Kraft in ihm geweckt hat, endlich das Schwert von Ventus nutzen zu können. Sie dürfte also eigentlich gar kein Schlüsselschwert haben. In Kingdom Hearts 3 ist sie aber wieder am Start und hat auch ihr altes Schlüsselschwert. Dieses scheint aber absolut keine Fälschung zu sein, da es jede Eigenschaft mit sich bringt, wie die Schlüsselschwerter der anderen Träger. Sie benutzt es ja später außerdem dazu, mit den anderen gemeinsam Xehanort in Schach zu halten. Ist das Teil jetzt echt oder ist es das nicht? Wenn ja, wo hat sie es her? Kingdom Hearts 3 hebt noch einmal hervor, wie wichtig es ist, das Schlüsselschwert zu beherrschen und damit zu trainieren, um es überhaupt beschwören zu können. Das machen Kairi und Lee bzw. Axel die ganze Zeit über im Spiel. Und Shion hat das dann einfach so because of reasons. Ich kann jetzt selbst nur in der Brühe aus Disney-Magie herumstochern und behaupte einfach mal, es hat irgendwas damit zu tun, dass sie lange in Sora drin war und seine Kräfte teils auf sie übergegangen sind. Aber hey, solange Nomura nichts dazu sagt, bleibt es einfach ziemlich unlogisch. Roxas hat immer noch zwei Schwerter. Wo wir gerade von Roxas und Shion sprechen, auch sein zweites Schwert macht streng genommen keinen Sinn mehr. Wie eben gesagt, war die Erklärung, warum Roxas und Sora zwei Schwerter gleichzeitig führen können, immer, dass Ventus' Herz in ihnen drinne steckte und sie seins mitbenutzt haben. Spätestens seit Teil 3 ist Ventus aber wieder ganz der Alte und Roxas, tja, der hat trotzdem noch zwei Schwerter. Mir ist schon klar, dass man alleine schon aufgrund des Charakterdesigns von Roxas nicht zurück von zwei auf ein Schwert geht. Zwei auf einmal ist sowieso viel cooler. Aber eine Erklärung, warum Roxas das nun immer noch kann, möchte ich schon haben. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass Nomura früher ja extra darauf hingewiesen hat, wie das mit Ventus und Roxas funktioniert. Ich hatte gehofft, dass das Remind-DLC uns hier irgendeine Erklärung liefern würde, aber nö, da war nichts. Nomura hat sich hier, glaube ich, einfach in eine Ecke geschrieben, kommt nicht mehr raus und ignoriert daher einfach, dass er in einer Ecke steht. Xehanort und seine anderen Ichs. Ab Kingdom Hearts 2 hatte Nomura bereits die Idee, etwas von Xehanort in sich haben zu lassen. Er hatte in früheren Interviews sogar extra darauf verwiesen, dass ja Xigba und Saix dieselben gelben Augen und spitzen Ohren von Xehanort haben. In Dream Drop Distance wurde sogar noch ein echter Fokus darauf gesetzt. Wie wir aber wissen, wurde das in Teil 3 geretconnt. Wie im Kingdom Hearts 3 Video erwähnt, stehen die gelben Augen nur noch für die Dunkelheit. Der junge Xehanort hatte ab sofort graue bzw. silberne Augen. Warum Nomura das geändert hat und wie sich damit die spitzen Ohren erklärbar machen sollen, ja, das weiß nur Nomura. Niemande haben Herzen. Und zum Abschluss muss ich noch eine Lanze für Nomura brechen, denn das Folgende wird von vielen als Retcon missverstanden, ist aber eigentlich ein Plot-Twist, der völlig klar geht. In Dream Drop Distance wurde uns enthüllt, dass Niemande zwar kein Herz haben, mit der Zeit aber gegebenenfalls eine Art neues Herz wächst. Das war ein Twist, weil uns seit Kingdom Hearts 2 immer wieder gesagt wurde, dass Niemande keine Herzen haben und eigentlich gar nicht existieren sollten. Man muss aber mal darüber nachdenken, woher diese Info kommt. Diese Info haben Xemnas und Diz verbreitet. Xemnas manipuliert alle Mitglieder der Organisation 13, damit sie das für ihn tun, was er will. Vertrauenswürdig ist er also nicht. Und Diz, der war stinksauer auf seine ehemaligen Schüler und sah es als seine Pflicht an, die Organisation, die zum Großteil aus seinen Schülern bestand, aufzuhalten. Aus Wut und um mit der Aufgabe besser klarzukommen, hat er vermutlich zum Teil sich selbst immer wieder eingeredet, dass Niemande ausgelöscht gehören und dass es sie eh nicht geben sollte. Später wird sein schlechtes Gewissen aber immer lauter und am Ende von Teil 2 gesteht er das auch. Und Yensid? Ja, okay, der hat in dem Sinne nicht Unrecht, weil die Dämmerlinge ja wirklich kein Herz haben. Er ist aber auch kein Forscher des Herzens und weiß es gegebenenfalls gar nicht besser. Ab Teil 2 wird uns also gesagt, dass Niemande kein Herz haben, aber, und das ist das Wichtige dabei, zum selben Zeitpunkt wird uns permanent das Gegenteil gezeigt. Roxas benimmt sich so, als hätte er ein Herz. Klar, das liegt im Kontext von Teil 2 noch daran, dass Yasora noch am Leben ist. Später dachte man dann, es hat mit Vents Herz zu tun, das er ja in sich hat und weswegen er ja auch so aussieht wie er. Aber das erklärt nicht das Verhalten der ganzen anderen Niemande.
Axel hat auf jeden Fall Gefühle und weint sogar am Ende. Auch Saix zeigt Emotionen, die in dem Kontext der Story nicht wirklich gespielt sein können. Und dann ist da auch noch der hier. Demix time! Demix sagt sogar klar und deutlich, dass niemande Herzen haben. Remember, the organization's made up of nobodies. Right. No hearts. Oh, we do too have hearts. Don't be mad. Könnte es nicht sein, dass Demix die ganze Zeit nur den Trottel spielt und er mehr weiß, als es den Anschein hat? Macht mit der Info, was ihr wollt. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass Demix der Meister ist. Das hat euer Kopf gerade selbst assoziiert. Worauf ich hinaus will ist, tatsächlich war die ganze Prämisse von Kingdom Hearts 2, dass niemande sehr wohl Herzen haben und die anderen Charaktere das nur nicht wissen. Das hat Nomura nicht geretconnt. Das war tatsächlich immer schon genau so geplant. Kingdom Hearts in a nutshell. Alles klingt total kompliziert und es gibt hier auch einige Erklärungen, warum manche Sachen genauso sind, wie sie sind. Das ändert aber nichts daran, dass jede Menge Ungereimtheiten da sind und ich selbst nenne diese Sachen dann einfach Disney-Magie. Oft, wenn sowas in der Story passiert, sucht man den Fehler erstmal bei sich selbst, als Fan, weil vielleicht hat man nicht genug aufgepasst oder vielleicht hat man einfach irgendwas, was passiert ist, wirklich nicht verstanden. Ja, man denkt immer erstmal, man ist selbst schuld und nicht, dass Kingdom Hearts schuld ist. Und wenn es dann Erklärungen für bestimmte Sachen gibt, dann sind die in der Regel auch einfach so verblüffend und cool, dass man sich denkt, ah, okay, so ist das also. Und man möchte ja auch einfach daran glauben. Man möchte ja als Fan, dass Kingdom Hearts total das komplizierte, durchgeplante, krasse Ding ist. Aber gerade diese vielen Disney-Magie-Momente, wo Ungereimtheiten da sind oder wo Sachen einfach mal wieder komplett umgekrempelt werden und es einfach offensichtlich ist, dass das vorher nicht geplant war, ja, das sind einfach Anzeichen dafür, dass die Story von Kingdom Hearts eigentlich eine riesige Flickendecke ist. Eine Flickendecke, die ziemlich offensichtlich schlampig mit verschiedenfarbigen Flicken in Form und Größe einfach über die Jahre hinweg immer wieder geflickt wurde. Aber bitte versteht mich jetzt auch nicht falsch. Ich liebe diese Flickendecke. Es ist meine absolut kuschelige Flickendecke, die ich seit mehr als 18 Jahren habe und die ich wahrscheinlich erst dann wegschmeiße, wenn kein Flicken und keine Waschmaschine der Welt diese Flickendecke noch irgendwie retten kann. Aber solange das noch geht, freue ich mich über jeden Flicken, der da drauf ist und kuschel mich immer wieder behaglich darin ein. Man muss Nomura aber einfach trotzdem für das loben, was er seit Jahren mit Kingdom Hearts macht. Der Typ ist ein Genie. Nur eben eine andere Art von Genie, als das, was die meisten Leute im ersten Moment glauben. Er ist nicht das krasse Mastermind, der irgendwo sich Sachen schon total krass im Voraus überlegen, die dann erst später kommen. Nein, er ist eher der Typ, der es schafft, immer wieder aus einer alten Situation was Neues, Interessantes zu machen und es weitestgehend schafft, dass die Story dabei trotzdem intakt bleibt. Wenn du so willst, ist Nomura der Mensch, der die krassen Spachtelmasse-Fähigkeiten hat, die sonst kein anderer besitzt. Ich meine, inwieweit kann denn die Story, selbst die von Kingdom Hearts 3, inwieweit kann die denn wirklich schlecht sein, wenn ich danach trotzdem noch stundenlange Videos mache und ihr dieses Video schaut und wir uns trotzdem noch alle irgendwie über Kingdom Hearts austauschen? Ich wollte euch mit diesem Video jetzt einfach nur aufzeigen, dass nicht jede kleine Nadel im Heuhaufen ein wichtiges Detail ist und man jeden kleinen Plotpoint bis ins kleinste Detail überinterpretieren sollte, weil man sich denkt, oh, Nomura hat das schon vor, weiß ich nicht wie viele Spielen da einmal gesagt, das wird jetzt bestimmt nochmal wichtig, das hat er von vornherein geplant, ja. Ne? Ihr müsst keinem weißen Kaninchen folgen, weil es kein weißes Kaninchen gibt. Ja, Nomura hat in der Regel die Nadel im Heuhaufen vergessen. Und was er dann macht ist, er türmt einfach einen neuen Heuhaufen auf, weil es viel einfacher ist, als die vorherige Nadel zu finden. Die meiste Zeit über hat dieser Mann keinen Plan. Als Fan ist genau dieses Verhalten von Nomura auf jeden Fall total frustrierend. Ich selbst kann natürlich auch jede Menge Lieder davon singen, wie mich das ankotzt, was der Typ so macht. Kingdom Hearts ist mittlerweile bei mir so eine gewisse Hassliebe.
Ich liebe es wirklich sehr, hasse es aber auch zur selben Zeit total für das, was Nomura mit diesem Franchise anfängt. Und deswegen sage ich euch nochmal, macht einfach Piano. Lasst Kingdom Hearts auf euch zukommen. Viele Fragen kann man gar nicht lösen, weil Nomura sich das so offen hält und er dann erst, wenn er im nächsten oder übernächsten Spiel anfängt, daran zu arbeiten, erst dann anfängt, seine Ideen zu konkretisieren. Ja, wenn man sich jetzt an ein so ein Beispiel zum Beispiel hochhalten würde, was ich eben gerade genannt habe, was aber später in der Story einfach nicht mehr Verwendung findet, ja, dann ist das einfach nur scheiße. Deswegen hört auf, das zu machen. Lasst Kingdom Hearts auf euch zukommen. Nomura weiß schon mehr oder weniger, was er da macht. Und ich hoffe mal, nach der leicht verkackten Story von Kingdom Hearts 3 findet er jetzt einfach demnächst endlich mal wieder zu seiner alten Form zurück. So, vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da. Abonniert mich, schaltet die Glocke an, damit ihr auch die zukünftigen Kingdom Hearts Videos, zum Beispiel mein Melody of Memory einfach erklärt Video, auch sofort mitbekommt, wenn es dann hochgeladen wird. Und ja, was habt ihr vielleicht noch so für Handlungsstränge oder so, die euch im Kopf herumschwören? Kennt ihr noch andere Retcons, die ich jetzt gerade gar nicht genannt habe? Schreibt mir unten in die Kommentare, ja, was ihr da noch vielleicht so im Kopf habt. Ich werde dann alles lesen, werde versuchen, auf jeden Kommentar wie immer zu antworten. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö, Haunse Baunse und may your heart be your guiding key.